Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Dani Roll PO und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Wir sind im Titelbildschirm, das heißt, irgendwas wird hier wieder angekündigt oder gesagt. Und nein, es sind nicht die Addons. Und ja, ich habe mir gedacht, was ich jetzt hier erkläre, wird vielleicht so ein paar Minuten in Anspruch nehmen und deswegen gehen wir noch mal in den Titelbildschirm. Und ja, folgendes: Ich habe. Übrigens, falls jetzt hier schon wieder der Ton zu leise oder zu laut ist bei meiner Stimme oder im Spiel oder was weiß ich, dann neuer PC kann immer noch passieren. Ich versuche so gut wie möglich alles so wie bei meinem alten PC hier einzustellen, aber na, jedenfalls, ich habe einige Sachen geändert an diesem Projekt und zwar am besten zeige ich euch das direkt mal. Zwei Spielstände. Was hat das zu bedeuten? Ja, das hier ist ein neuer Spielstand. Und zwar, guckt euch das an. Das ist alles ein Charakter. Sanctuary Hills, als es noch nicht zerstört wurde. Power Armor in Concord. Bevor wir Wayward getroffen haben. Erstmal in Beetle eingestiegen sind, als wir in Kellogg's Dingens Gedanken, glaube ich, eingetaucht sind. Ja, und das hier ist der Spielstand, mit dem wir gespielt haben im Let's Play. Und ja, 435 Speicherungen und also weiter. Das ist das, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Hier ist der Nukleus, das ist, wo wir hier diese Dusche repariert haben. Weiter zur Folge, oder? Ich glaube, ja, ne? Und ja. Jetzt fragt sich einer, warum ist da ein zweiter Spielstand? Der ist hier, damit wir den weiterspielen. Und zwar laden wir den jetzt mal einfach. Ich bin mit diesem Spielstand Level 71. Und ja, ich habe einen komplett neuen Spielstand erstellt. Und von Anfang bis hin zu dem Punkt, wo wir uns im Let's Play befinden, erneut gespielt. Und jetzt fragen sie einige, warum? Warum? Tja, ich bin jetzt storymäßig vor dem Punkt, wo wir ins Institut rein können. Also ich muss jetzt wieder hier dieses Gerät bauen, mit dem wir ins Institut reingehen können, was ich bei der Bruderschaft gemacht habe. Aber wir können das auch, glaube ich, theoretisch mit irgendeiner anderen Fraktion machen. Und ja. Ab diesem Punkt befinde ich mich jetzt. Also ich bin jetzt vor dem Institut, mehr oder weniger. Der Grund, warum ich das gemacht habe, ist, damit wir das Institut auch besuchen können. Weil da gibt es auch irgendwie eine Story und ein spezielles Ending. Ja, ich weiß schon so viel. Quests. Habe ich da gerade gesagt? Keine Ahnung. Jedenfalls, da gibt es auch einiges zu tun. Und wer bis zu dem Punkt noch nicht geguckt hat, ich habe das Institut betreten. Ich wurde von allen Leuten gefragt, irgendwie, ob ich mich denen anschließen will. Ich habe immer gesagt, nö. Und ich weiß nicht genau, was ich gemacht habe. Weil laut einem anderen Kollegen ist irgendwie, hat er auch irgendwie gesagt, nö, ich habe bei niemandem gesagt, dass ich mich da anschließen will und so, und der wurde nicht angegriffen. Also ich wurde jetzt angegriffen und ich weiß nicht wieso. Und das kotzt mich an, weil ich will das auch zeigen und ich will auch spielen und so. Und ja. Deswegen habe ich einen komplett neuen Spielstand erstellt. Mein Charakter sieht eigentlich genauso aus wie vorher. Ich habe ja gleichen Rüstungen und all sowas. Ich habe fast genau die gleichen Waffen sogar. Ich habe jetzt mal Atoms Urteil mitgenommen. Einige Waffen habe ich hier ein bisschen ausprobiert. Hallo, was zum Teufel ist das gewesen? Irgendwelche Updates installieren, okay. Gerechtigkeit, Kellogg's Pistole, das ist ein Plasmagewehr, das ich mir gebaut habe. Das ist eine Waffe, die wir in einem der letzten Parts auch bekommen haben. Dunkeltopf Spezial, das benutze ich als Snipergewehr. Und Verteidiger-Harpunenkanone, die haben wir mal in Fahaba von irgendjemandem bekommen, glaube ich. So, ich habe so ein bisschen was an meinem Setup geändert, soweit ich hier Sachen mitnehme und so. Skills sind eigentlich genau die gleichen. Härte, Lebensspender, blutiger Tod und all so was. Ich habe genau die gleichen Skills wie im anderen Spiel, außer hier vielleicht habe ich einen Punkt noch nicht drin.
Ja, da fehlen vielleicht noch welche lokale Anführer, habe ich. Also sieht eigentlich alles genau, das ist eigentlich nur eine Kopie von dem Spielstand, den ich im Let's Play gemacht habe. Nur mit dem Unterschied, dass ich jetzt vor der Mission bin, das Institut zu infiltrieren. Sprich mit der Railroad, sprich mit der Minuteman oder sprich mit der Bruderschaft. Ja, mit irgendeinem kann ich jetzt ins Institut reingehen. Ja, ich habe sogar genau die Mission, die ich auch noch im Let's Play Projekt hatte. Wahrscheinlich eine Patrouille, habe ich sogar gesehen, wie man die lösen kann. Aber dann kümmern wir uns erstmal, wenn wir hier in Fahrbar weg sind. Diese habe ich bekommen, als ich einfach irgendwie random hier in Fahrbar umgelaufen bin. Also keine Ahnung, was das ist. Habe ich noch nicht im Let's Play gesehen und so. Ich bin jetzt hier eigentlich an dem exakt gleichen Punkt wie im Let's Play. Und ja, ich finde, das ist ein bisschen, weiß ich nicht. Es kommt ein bisschen, wie nennt man das? Abgelenkt vor, dass ich jetzt alles, was wir gespielt haben, das halbe Jahr, das ich gespielt habe, mit einem vollkommen anderen Spielstand ersetze. Aber ich weiß nicht, mich hat das von Anfang an gestört, dass ich dem Institut nichts mehr machen kann. Ich kann da reingehen, ich kann die alle umbringen, ich kann die greifen mich alle an, ich kann da nichts mehr machen und das kotzt mich an. Und jetzt habe ich ja Dutzende Spielstände noch gemacht. Ich tue jetzt immer zur Sicherheit irgendwie vor irgendwas wichtigen Spielstand machen. Ich weiß natürlich jetzt nicht noch, was Wichtiges kommt, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich das. Und ja, wir spielen ab jetzt mit dem Spielstand, welcher, glaube ich, nicht so viele Spielstunden hat, aber eigentlich bin ich so Waffen, Rüstungen, munitionsmäßig auf dem gleichen Stand. Ich habe 19 Stimpacks. Die habe ich mir ehrlich gesagt erglitscht. Keine Ahnung, als ich diese Mission mit diesem Runner gemacht habe, wo ich den Runner hier in Fahrbar erledigen musste, da haben die mich, haben die irgendwie auf mit Harpunenkanonen auf den geschossen und ich habe den seine Leiche irgendwie geplündert. Und bei dem war irgendwie hier so anklickbar die ganze Zeit Harpune und ja, die ging nicht weg, nachdem ich die genommen habe. Deswegen habe ich da 500 Mal das gemacht und jetzt habe ich 500 Harpunen-Dinger. Und ja, gut. Wird vielleicht einige stören, einige nicht. Einige würden gar keinen Unterschied sehen, vielleicht. Vielleicht, wenn ich nichts gesagt hätte, wäre niemandem aufgefallen, aber wollte ich jetzt nur mal machen. Ich hatte von. Das habe ich irgendwie 4 Wochen oder so habe ich gebraucht, um den Spielstand hier wieder auf den richtigen Stand zu bringen. Ja, im Let's Play, das hat ganz schön gedauert. Ich glaube, das hat länger gedauert. Und ja, jetzt sind wir hier. Ich habe aufgeholt. Es gibt natürlich ein paar kleine Änderungen in diesem Spiel. Ich habe zum Beispiel einige Magazine gefunden, die ich im Let's Play nicht gefunden habe. Aber ich bin nur an Orten gewesen, die ich auch besucht habe. Das kann ich jetzt natürlich hier nicht zeigen, aber in Fahrbar sind. Ich habe keinen Ort besucht, den wir noch nicht im Let's Play gefunden haben. Ich habe einen Screenshot von meiner Karte in Commonwealth und hier in Fahrbar gemacht und jeden Ort angekreuzt, in dem ich reingegangen bin. Und ja, ein paar Orte sind verloren gegangen. Die werden wir wahrscheinlich noch mal doppelt irgendwann sehen. Aber sonst habe ich eigentlich jeden Ort erkundet, wo wir waren. Und auch eigentlich alle Entscheidungen immer getroffen, die wir auch im Let's Play gemacht haben. Also ja, damit hätten wir das erledigt. 10 Minuten, 9 Minuten jetzt gequasselt. Jetzt können wir weitermachen. Etwas anderes ist mir neu hier aufgefallen, schon im Let's Play. Und zwar, hier ist was Schönes, das ich nicht gefunden habe beim letzten Mal. Guck euch das an. Der Power Armor ist ja einfach, ist kalt im Win-Design. Und ja, die nehme ich mir jetzt natürlich. Bams. Das geil. Vor allem bald kommt ja Luca. Wie es halt nochmal? Luca Cola Park, dicke Nähe jedenfalls. Ich kann uns kaum noch auseinanderhalten. Und ja, laut den Ladebildschirm wurde Wim irgendwie von den Leuten in Fahrbar getrunken, weil die irgendwie einen Standpunkt setzen wollten und absichtlich gemacht haben, um Nuka Cola hier entgegen sich der Nuka Cola Firma entgegenzusetzen. Und da, dann gehe ich natürlich am besten mit diesen Dingen hier ins Addon rein, was wahrscheinlich danach kommen wird, bis ich hier mit der Story vom fertig bin, halt auch ewig. So, wir tun jetzt einfach so, als wären wir immer noch im Let's Play Spielstand. Es hat sich nichts geändert. Ich habe fast alle Waffen, alle Werte, alle Skills genauso wie im Let's Play. Also ja, wir tun einfach mal so, als wäre nichts passiert und machen einfach weiter. Wir müssen was
machen. Ich weiß es noch nicht. Der Segen des Vergessens. Finde raus, welcher Stadt will. Wir müssen mit Dingens hier. Mit Nick zu Dingens hingehen. Müsste ich nur noch wissen, wo das ist. Aber irgendwo im Keller. Ich habe mich hier. Ich habe ja irgendwie. Ich habe, als ich die Power Armor entdeckt habe hier, per Zufall. Ups, musste ich. Weiß ich nicht. Musste danach noch irgendwelche anderen Sachen machen, die ich im Let's Play noch nachholen musste. Und ja. Wollte ich hier reingehen, musste die erstmal wiederfinden. Nee, ich komme ja irgendwie nicht klein, irgendwie. Das ist so ein Irrgarten hier. So sind ja keine Gegner mehr. So. Gut. Jetzt bist ich da. Das ist er doch. Mein Gott. Das war einfach. Geil. Habe ich jetzt auch den Lack von diesen Dingen hier freigeschaltet? You've got win. Oh, Nick. Du bist doch irgendwie der Bruder von Dima, ne? Dann mach mal. Gut. Los geht's. Ich hoffe, die Aufnahme funktioniert. Ist für den medizinischen Sicherheitsbereich nicht zugelassen. Tut mir leid. Da kann ich nichts machen. Was? Anonymes Grab. Ach ja, das habe ich auch noch nicht gemacht. Das ist nochmal geschehen. Tut es weh? Ja, es ist, als würde alles, hey, was man genau ausgerissen und durch etwas jemand anders ersetzt. Ich bin bereit. Ich aber eigentlich morgen, okay. Lebewohl sagen. Niemand darf davon erfahren. Hier geht es nicht nur darum, Fahrhaber zu infiltrieren, sondern darum, der Mensch zu werden, den die Synths brauchen, die hier ankommen. Hey, bitte nicht. Sterben? Ihr Blut klebt an meine Frau, die ich ersetze. Nicht deinen. Gott, sie ist so wunderschön. Hier drüben. Dort liegt. Kannst du auf mich zählen. Ja, mach das auf. Ja, hallo. Scan-Vorgang. Zugelassener Benutzer registriert. Synth-Prototyp. Medizinischer Bereich freigeschaltet. Ah. Okay. Mal rein jetzt. Was? Das Ding weiß, was ich bin? Wie? Wer bist du? Ich bin Kai 1.1, eine Computerintelligenz, die medizinische Einrichtungen steuert. Genauer gesagt, den Raum hinter dieser Tür. Das muss Dimas Werk sein. Alter, wie ich dann immer manuell wegdrücken muss. Ich vermute, dass jemals ein anderer Synth-Prototyp auf der Insel sein würde. Wir sollten alles mitnehmen, was nützlich ist. Sehe ich aus, als hätte ich halt, als er jetzt Play lang irgendwas anderes gemacht. So, ich muss den Hex. Ja, die Gegner sind genauso stark wie sonst auch. Aber ich habe jetzt eine Power Armor. Wie viel Verteidigung habe ich jetzt? 850. Irgendwie ist ja nichts. Dezember kennt, okay. Ausgezeichnet. Leichter und verwendet 5,56 Munition. 25 Meter Höhe, Feuer, schnelleres Nachladen. Ich habe noch keine Waffe, die 565er, 56er Munition verbraucht. Eigentlich nicht schlecht, aber irgendwie ist ja nichts. Ja, nix außer das Ding natürlich. Er ist ein Schrotgewehr, aber ne? Okay. Was ein Jagdgewehr. Mein Gott, was sind das für dicke Kugeln? Schaden macht er. Das sieht aber aus wie ein Schrotgewehr. Höhere Feuerrad und schnelleres Nachladen. Okay, das Ding werde ich sofort von aufleveln und dann irgendwann benutzen. So, warte, was ist das hier schon? Also, ja, ein paar Sachen habe ich auch noch, noch nicht machen können bis jetzt.
Daraus, wo sich der Start wie Atomrakete befindet. Wir schaffen den Code für den Totmannsteil im Windpark. Warte mal, war ich da nicht schon? Also sollte das Leben sein. Wir sehen uns vergessen. Schiffbrecher. Warte mal, die Sachen ja alle werden. So, mit diesem Ding habe ich mich auch sehr gut angefreundet. Das Ding macht extrem Schaden. Ich habe irgendwie nach oben diesen Nuklearphysiker-Skill, mit dem man irgendwie mit Strahlungswaffen mehr Schaden macht. Wo ich erst gedacht hätte, das wäre ein Ding gewesen, Energiewaffen. Und ja. Da dachte ich, ja, es wird damit den Schaden. Aber ja. Deswegen tut mein Hammer jetzt irgendwie 200 Strahlungsschaden machen. Also. Okay. Na gut. Ich glaube, die habe ich schon mal direkt, aber noch nicht geöffnet, weil ich nicht raus musste, ne? Oh Gott. Was soll das? Grün. Ja, das soll grün heißen. Ich probiere mal die neue Waffe aus, wenn es geht. Ich habe den Feldmann nicht dabei, das ist ein Problem. Alter! Warum? Da. Noch dicke Kugel. Das sieht nicht da. Aber ich habe genug von dieser Munition. Oh ja, das hat doch keiner, Alter. Machen. Den noch mit dem Hammer losgehen? Naja. Er ist ein Supermutant, da bringt sowieso nichts. Strahlungsmäßig. Warte mal. Das klappt, ne? Wenn das klappt, ne? Die Waffe ist ganz offiziell überpowered. Alter, wer hat diese Waffe erfunden? Das ist aber unfair. Ich kann sogar so ein Spiel stunnen. Ja, drin. Wow, nix. Wow. Ja. Da waren die Mutanten Belmots im dritten Teil schon ein bisschen härter. Okay. Der nächste Leugnert. Er ist auch voll überpowered, der Teil. Wer hat deiner Meinung nach den Krieg eigentlich gewonnen? Wohl niemand. Okay, komm, komm her. Dann müssen wir auf der anderen Seite ein bisschen aufgekommen, ne? Komm mal, öffnen. Hey, ich wollte eigentlich nur raus. Da steht auf einmal so ein riesiges Viech da. Mach mal, wenn wir schon hier sind. Den Weg finde. Oh, hier, ne? Ja, verdammt. Zur anderen Seite irgendwie. Mal raus hier. Ich bin bestimmt sowieso wieder verschlossen, wenn ich das nächste Mal hier reingehe. Oh, wie ist der Ausfall? Ich will mal auf der Karte gucken. Insel. Okay. Ich hoffe, meine Stimme ist laut genug. Da ist sogar zu laut, aber irgendwie ist das Spiel zu leise. Ich krieg das noch nicht so hin. Ich habe das alles perfekt eingestellt in meinem Laptop, aber jetzt muss ich wieder alles neu einstellen und der tut meine Einstellungen nicht annehmen, außer ich tue es als Administrator ausführen, was ich voll kacke finde. Und ja. Gibt noch einige Komplikationen in dem Spiel, aber da muss ich mich wohl dran tasten. Hätte ich mal ein Spiel auf PC gespielt. War schon eher einen neuen PC geholt, weil wenn ich das mit der. Weiß immer noch was? Das sind immer noch da drin.
Man hätte irgendwie mit irgendeinem Sheet oder irgendeinem Konsolenkommando hier alles irgendwie reparieren können. Hätte ich irgendwie sagen können, ja, du kannst jetzt wieder ins Institut rein oder so. Er hat mich von Anfang an gestört. Wenn ich weiß, wenn ich bewusst irgendwie mich gegen die gestellt hätte, dann hätte ich nichts dagegen gehabt. Aber ich wurde durch irgendeinen Bug oder so irgendwie dazu gezwungen, deren Feind zu sein, so wie ich das bemerkt habe. Und das finde ich scheiße. Ja, wenn die meine Feinde sind, weil ich mich dafür entschieden habe, dann kann ich damit leben, aber nicht wegen so einem Kack. So. Was? Was ist denn hier noch? Was ist denn hier noch was? Da hat man doch beides hier, ich soll rausgehen, oder? Nehmen Sie. Was? Was muss ich denn hier noch machen? Wenn ich wieder mal. Okay, warum sagt ihr mir, ich soll immer noch hier rein? Ich will irgendwo anders raus. 1, 2, 2. Komm mal hier raus. Meine Güte. Ja, ich glaube, ich mache wieder ein paar längere Parts, weil ich bin irgendwie zu faul, mehrere Parts auf einmal aufzunehmen. Deswegen tue ich jetzt am besten längere Parts, weil ich kann es ja jetzt. Dauern meine Videos nur noch irgendwie 20 Minuten zum Rendern. Was geil ist, anstatt irgendwie vorher eine Stunde oder so. Deswegen sollte ich das ausnutzen. Deswegen werde ich heute wahrscheinlich irgendwann mit 20 Parts laufen. Boah. So. Hier noch irgendwelche Gegner oder so. Sag mir immer noch, ich soll da reingehen, also. So ein Bug, Ravi. Ist noch nichts Neues in dem Spiel. Aber ja, Tür. Oh, hi. Bekommen ja mehr Stärke durch Power Armor, deswegen macht der Teil, glaube ich, 18 Schaden. Ich glaube, vorher hat er irgendwie so 12 Schaden oder so gemacht. Ich auch gewundert. F und E Terminal. Geschmack von May. Ah, haben die Captain's Mischung hergestellt. Oh. Ach, kann ich mir jetzt BIM erstellen? Ach, gut, dass ich nur hingegangen bin, hallo. Hier schon alles runter, glaube ich, nur stracks hier reingegangen. Ne? Ja, wenn man euch so da reingehen, machen wir mal, weil nicht das hier. Nee. Was machen wir? Schiffsbrüche als Funkfrequenz. Okay, aber wenn ich jetzt wüsste, wo das war, ich glaube, da war in der Nähe des Nukleus oder ja, Funkturm. Gehen wir zum Funkturm, das sieht richtig aus. Ja, und ich wollte zum Nukleus oder so, und dann kam auf einmal so eine Mission an, glaube ich. Irgendwie so war das. Hören wir uns die noch an, dann kann man den Part beenden. Ja, ich habe gerade gesagt, längere Parts, aber pff, ich mach, was ich will.
Radio Freedom. Nachricht. Oh, wo ist das gewesen? Bei der Nähe ist Lukas. Sollen wir speichern hier? Da stürzt mich jetzt zu Tode. Und das Ding lasse ich jetzt erstmal an. Die Gegner mir hier und Schaden. Also jetzt habe ich nur noch volle. Jetzt können wir ruhig volle nutzen. Das ist nicht dein Nukleus. Oder? Doch. Eine blöde Funkfrequenz mal gefunden. Ich sehe nicht, dass ich einen Let's Play davon mache. Spot. Okay. Hat. Oh nee. Aber also, warte, ich hab den ja. Warum rennst du? Oh, ich bin nicht mehr verkloppt. Doch, ich bin nicht mehr verkloppt. Die Waffe ist überpowered, ne? Es ist echt die stärkste Waffe, die ich hier habe. Sogar noch mächtiger als der Fatman, weil ich keine Munition verbrauche. Da habe ich die Strahlung. Alter! Ich glaube, der Teil macht Strahlungsschaden, dann macht Energieschaden, so Blitze, durch Chemtrauns Schwert. Der ist voll überpowered, der Teil. Okay, natürlich ist es überpowered, weil Addon Sachen sind immer irgendwie überpowered. Da ist noch das Gauss-Gewehr aus Operation Anchorage. Oh Gott. Okay, ich werde jetzt auf Screen verdammte Funknachricht hier suchen. Und dann sehen wir uns dann wieder. Der nächste Folge Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.